Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir sind jetzt am Steinbruch unten angekommen und wir fahren jetzt einen Bohrer hoch. Der hat 8 Tonnen. Ja, der muss jetzt vom Steinbruch nach Rovaniemi. Ja, ich denke, das werden wieder zwei Folgen. Genau, wir fahren jetzt gleich hier raus. Ja, jetzt müssen wir warten, bis die ganzen Eier runden sind. Ja. Ja, genau. Die Scania, da ist heute, sucht immer noch Fahrer. Ja. Wer beitreten will der Spedition in ECS 2, kann gerne auf den Discord-Server kommen, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da, ja, könnt ihr euch gerne mal blicken lassen. Fährt der vor mir oder nicht? Ich glaube jetzt mal nicht. Der soll doch mal auf seiner Seite fahren jetzt. So, jetzt aber. Oh,
Ja, ich weiß ja nicht, warum jetzt die anderen drauf haben, soll sie uns runterlassen? Mal, wir sind ausgeschaltet. Ja, mach ich mal den Motor aus, das kommt länger drin. Warum fährt denn der nicht? Sowas habe ich einen Wohnwagen. Geil, ey. So, stellen wir das Bier schon mal kalt. Das kalte Bier ist vorne so schön und klingt. Okay, da habe ich mich jetzt kurz mal festgefahren, aber ja. Das kann dauern, der vor mir, der hat ja einen Stiefel mehr als der fährt. So. Dann haben wir jetzt mal den schwierigsten Teil, sage ich jetzt mal, geschafft. Jetzt die nächste Kurve wird noch schwierig und dann müsste es eigentlich problemlos funktionieren. Der rollt mit. Okay, traurig, ey. Dann brauchst du wieder eine Stunde, um hier rauszufahren, obwohl frei ist. Ja, okay, der da vorne fährt ziemlich langsam. Sehr, sehr langsam. Der erste da. Ja, dann nimmt mir wieder den kompletten Schwung. Ja, okay, jetzt läuft es eigentlich ziemlich gut. Ja, oder auch nicht. Ach, wir gehen mal wieder in die Innenansicht, weil, ja, sind schon lange jetzt in diesen Folgen nicht mehr Innenansicht gefahren, deswegen. So, jetzt habe ich mich noch verschalten, auch jetzt kriege ich hier mit 5 km/h hoch. Mal die Bremse an, raus und rein.
Automatik mal wieder. Ist eindeutig der Wohnwagen, der ist einfach zu schwer, den krieg ich in Schlupf gezogen. Ja, der hat 30 Tonnen, ne? So, jetzt sollte es eigentlich ohne Probleme weitergehen. Die letzte, bevor die Brücke kommt, könnte es nochmal bei den Kurven ja, sich stauen, aber sollte eigentlich auch normalerweise funktionieren. Also die beiden sind zu geil. Weiß gar nicht, was so schwer ist, aneinander vorbeizufahren. So. Denken sich, oh mein Gott, was ist das? Ja, einfach raus. Wir haben ein paar Probleme, machen die Kurven dicht. Oh, dem Typ darfst du 50 Meter Abstand halten, ey. Aber der ist ja gerade komplett stampfen. So. Halt kaum Leute, das, wenn da auch nicht viele Leute sind, Alter, da hat er doch ein FPS oder einen halben FPS. Ja, also ganz ehrlich, so wie der leckt, ne, hat er glaube ich nicht einmal ein FPS. Obwohl, ich habe schon mal einen vor mir gehabt, ne? Der ist circa 10 Meter vorgefahren und 20 zurück. Ja, geil, Alter. Ja, das war nicht mehr so lustig, ich war dann eben drauf gefahren, ne? Und dann war der gestanden auf einmal, dachte ich mir so, hey, was ist jetzt los? Und dann dieser 20 Meter zurückgerüttelt, dann war ich mal weg. Grüße gehen raus nach Sachsen! Grüße aus Leipzig. Ja, zurück aus Döbeln. Ja, ist doch klar in der Ecke. Schöne Fahrt noch. Jo, jo. So, jetzt sieht man schon da die Kurven. Alter, hier der Kurve ist ja mehr los als unten. Was ist denn hier los, Alter? Ja, ne, alles dicht. Okay, der staut sich jetzt hier schon. Ja, vorhin, als ich schon hochgefahren bin, war ich jetzt auf dem Weg. Ich glaube, ich kann essen gehen. Ich kann noch ein bisschen dauern. Der Essen schon fertig im Wohnwagen.
verstanden. Okay, sehr gut. So, jetzt lassen wir einfach wieder rollen. Ja, ich bin gerade in einem Wohnwagen, sieht ziemlich leer aus von innen. Alles optische Täuschen, der ist fett eingeräumt. Ja, dann schauen wir jetzt mal. Schöner Abend, die haben, ich habe das Gefühl, die machen wir nach. Die haben ja auch so diesen Vierachser dahin gemacht und dann diesen, ja, Tandem-Dinger da dran. Das ist ein Deichsel halt voll lang, ist irgendwie das passiert da jetzt. Ja, wenn das einer macht, dann haben wir das Frage. Ja, aber die schlagen dauernd. Da fahren sie mit dem Wohnwagen hier rum. Und sorry. Okay, viel ist hier schon auf jeden Fall los. Du hast ja auch eine geile Kombination. Die ist cool, oder? Hat keiner hier. Richtig fahren kannst, fahr trotzdem, damit du die Band wirst. Ja, jetzt stehen wir hier wieder. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass hier nicht so viel los ist. Und der hinten ist draufgefahren auf mich. Ja, jetzt geht weiter. Stehen wir hier. Okay, jetzt geht's weiter. Hab schon wieder am Essen gemacht. Matze, ich bin nicht hier gerade machen. Oh, das war das Licht. Naja, ich könnte jetzt so lange warten, bis ihr durch seid. Also, ich stehe ganz unten sozusagen an der Flotte. So, jetzt geht's weiter hier. Ja, doch, geht weiter.
Jetzt stehen wir hier in der Kurve sehr blöd, sage ich jetzt mal. Sehr doof. Rico, du kannst schon noch ein bisschen zurück, so ist es nicht. So. Der eine stand irgendwie hinten. Wenn alle zum Damm runterkommen, da ist wieder komplettes Chaos. Das ist gut, dass wir jetzt rausfahren. Voll diese Leute hier sind, Alter. Das ist unten ist halt nichts und hier ist halt alles voll. Ja, deswegen gibt es da unten gleich wieder einen riesen Stau. Okay, in der Nähe sind jetzt eigentlich nur 51. Ja, hier unten ein Stück vor euch sind zwei LKWs an den Steinmauern nebeneinander kommen. Ich sag ja, die denken nie dran, dass was von oben kommt. Die machen einfach den fast den ganzen Weg zu. Wie? Seit wann kommt denn was von oben? Also schon so öfters LKWs von oben runtergefallen. Ein bisschen vor, dann können eigentlich alle nachrutschen. Ja, das wäre super, dann können wir glauben, haben sie einen Tieflader da vorbei. Aber die Frage, Lars, was macht der bei dir da hinten? Ja, du musst auch erstmal schaffen. Ja, jetzt geht gar nichts mehr, kann man sagen. Wer hupt denn jetzt da? Ja, es geht vorwärts. So. Wie gesagt, viel Spaß unten auf die Jungs, also da ist halt gefühlt nichts los. Ja, wenn die alle unten sind, ist voll. VTC, also 2 cm ist noch mindestens. Boah, Junge, schrei nicht so. Ich kann sagen, schrei doch nicht mal, sonst hetze es, weil ich wieder normal rede. Ja, jetzt stehen wir wieder. Der mit dem Tieflader da vorne, der macht nicht so viel. Entschuldigung für mein Geschrei gerade, ich hab's gerade selber gehört. Also DJ, weit bist du ja nicht gekommen, ne?
So, und jetzt geht's hier mich auch weiter, dann können alle von unten in dein Akku. Ah ne, wartet mal, jetzt kommt hier noch einer und der Kurve von oben. Ausgelockte 600 endlich. Wer weiß, wer hat der Autosave geladen, hoffentlich, ne? Ja, jetzt geht's wieder weiter. Ich glaube, ich fahre auch das nächste Mal komplett in die Mitte. Ach du Scheiße, ey. Was macht der denn für Freudensprünge? Diese Frage mich auch, ey. Der hüpft vor Freude. Ja, ich glaube, jetzt hängt er im Berg fest. Ah, der Nähe kommt er auch. Nee, nee, das war wieder. Okay, jetzt können wir wieder ein bisschen fahren. Muss ich mal eine Frage, haben wir ja schon nur den Autotrailer da hinten hinbekommen? Muss sein Safe Game editieren. Ja, das weiß ich schon, ich habe das schon öfters ausprobiert, aber jedes Mal zu crasht er mein Spiel. Ja, keine Ahnung, also bei mir funktioniert, ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Keine Ahnung. Moin Matze! So, jetzt sind wir hier durch diese Brücke durch. Ich bin schon mal sehr weit voran. Gute Fahrt. Ah, gut, dass ich festhänge, easy. Scheiß Wohnanhänger, Alter, der ist aber auch sperrig. Kollege meint gerade im Test, bau mal 10 Wohnwegen hintereinander. Das würde ich sofort machen, das geht leider nicht, weil die keine Hänger angebunden haben. Und außerdem kannst du hier bloß 4 Trailer, nee, 3 Trailer zusammenkuppeln, weil wenn du mehr als 3 hast, fliegst du automatisch raus. Ich versuch's gerade, ich bleib sowieso hin. Ja, weil es irgendwie so vom Kronenmörder laufen ist, oder? Ja, dann stehen wir hier schon wieder. Als Trailer zählt, du wirst wahrscheinlich versuchen, einen HCT an so einen Sattelaufleger zu machen, das geht nicht. Dem das bei Trailer. Die Dolly ist ein Trailer sozusagen. Ich hab ganz normalen HCT-Sattel. Den kann ich doch als Brücke genauso machen. So, mit Krone funktioniert das nicht, oder was? Einmal mit Profis arbeiten. Nee, Krone würde nicht. Egal, ob ich da einen dritten Land anhänge oder einen dritten Tandem. Ja, jetzt stehen wir hier schon wieder. Wo ist die Standard-Trailer? Ja,
Ja, okay, dann würde ich sagen, war's das auch für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.